Hallo liebe Zombie-Metzler, hier ist euer Chojin und wir schauen uns heute den Territorienkampf an. Seht schon hier, Territorienprotokoll, das ist neu, da läuft es gerade richtig ab, ansonsten ist hier da alles gleich geblieben. Und hier oben seht ihr auch schon direkt unter dem Level, wundert euch nicht, warum 45, das ist die Beta-Version, da habe ich kein Level 100er, bin aber glaube ich mit 45 auch der höchste da. Unwichtig. Gehen wir auf Territorienkampf, den wir uns anschauen, der läuft seit etwa einer Woche hier drauf, kann man also schon mal was üben, das ist ja toll an der Beta. Und hier seht ihr, meine Fraktion heilt diese drei Gebiete gerade momentan. Da habe ich Einheiten drin, das ist auch nochmal wichtig. Es gibt vier Teams, das heißt, bewahrt alle 4 und 5 Sterne, die ihr habt, oder eher gesagt 3 und 4 Sterne, falls ihr nicht viele 5 Sterne habt, damit ihr mindestens 4 Verteidigungsteams habt. Ganz wichtige Sache, ihr braucht viele Charaktere, die müsst ihr nämlich hier einsetzen. Wir können ja mal hier reingehen in Sanctuary, und dann seht ihr hier, dieses Team habe ich hier reingesetzt und dieses ist hier drin und hier in Hilltop habe ich auch zwei drin. Ich hätte aber genauso gut nur eins hier reinsetzen können oder gar keins und dann hier in die Flüsterbasis aufteilen kann man die, wenn man will, wo wir halt unter Kontrolle die Basis halten. Und hier ist halt das andere Verteidigungsteam drin. Und man braucht mindestens ein Angriffsteam noch. Also müsstet ihr 5 Teams mindestens auf die Beine bringen, dass sie also 20 Charaktere haben, nichts am besten mehr verkaufen. Und je höher die sind und je stärker deswegen, desto besser natürlich auch. Dann haben wir hier diese neue Energie. Gebietsenergie, die können wir auch für 200 Coins kaufen. Das ist natürlich recht happig. Es scheint rund um die Uhr zu sein, dieses Event. Das hat bisher nicht aufgehört. Es gibt keine Zeitansage irgendwie hier. Territorienkampf geht noch so und so lange. Ihr könnt 5 Sterne gewinnen, wie ihr das von Krieg kennt oder so weiter. Im Endeffekt ist das wie Krieg. Dauer Raiden im Endeffekt gegen andere Fraktionen. Wo es keine Belohnung im Sinne von gibt, hier Hauptpreis, um irgendwie zu gewinnen. Moment, da, zack. Können wir mal hier reingehen. Da sehen wir, wir sind momentan auf Rang 1. Und man kriegt halt so Punkte. Je länger man ein Gebiet hält, da desto mehr Punkte kriegt man über die Zeit. Und wenn man es verliert, Problem ist, verliert man auch die ganzen Punkte. Das heißt, wenn wir jetzt, welches Gebiet sind wir? Flüsterbasis verlieren würden, dann würden wir um die 1000 Punkte irgendwie um den Dreh verlieren. Obwohl wir sie angespart haben, müssen wir dann wieder neu zurück. Und darum kann man tänzeln die Ränge, die oberen 10 auch die ganze Zeit hin und her. Und genauso gut können wir gleich auch wieder Rang 8 sein. Hat also gar keine Bedeutung. Wichtig daran ist, wenn wir irgendwelche Gebiete erobern, dann kriegen wir hier diesen Boost. Na, gehen wir nach links. Martialisch 2 hat dieses Gebiet, wenn es unter unserer Kontrolle ist. Das ist eine Fähigkeit, die macht plus 10 Angreifen für alle Charaktere. Das ist ein cooles Ding. Die können wir dann im Endeffekt hier aktivieren bei nicht beanspruchte Boost. Wollte ich nicht, warum hier so viele drin sind. Das hat damit zu tun, weil ich die anderen Gebiete alle auch schon angegriffen habe und denen schon wenigstens hier sehe, dass das überhaupt möglich ist. Und da aktivieren, da haben wir dann die Boost. Momentan ist Dickhäutig 2 drin, können auch mehrere aktiv sein. Plus 10 Verteidigung für alle Charaktere ist ein ganz cooles Ding. Und da muss man sich überlegen. Zum Beispiel Alexandria ist ein 5-Sterne-Gebiet. Das ist von allen sehr gerne gesehen. Das wird gerade sehr stark bewacht. Die wollen das nicht mehr verlieren, die Schweine. Die haben uns da gestern Abend rausgehauen. Wir hatten, ich glaube, 60.000 Punkte Verteidigung und knappe 2 Stunden hat keiner aufgepasst. Man kann seine Fraktionsteammitglieder nämlich heilen. Da kommen wir mal dazu. Das sind nämlich einige Sachen. Hier sieht man ja, man ist verletzt. Dann kann ich hier auf die Teams gehen. Ups. Wieso geht das nicht? Ah, das muss rot sein, ne? So war das, genau. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo einen roten haben. Schon mal keinen. Flüsterbasis. Denn wir haben keins ihrer Teams in diesem Gebiet zugewiesen. Was? Irgendwie ist das gerade buggy. Das liegt wahrscheinlich wieder an meinem Emulator, mit dem ich das aufnehme. Auf meinem Handy wird man das natürlich sehen. Und eigentlich könnte ich den hier anklicken und eigentlich reparieren. Das ist doof jetzt für das Video. Das ist total doof, das will ich euch zeigen. Da schaue ich gleich nochmal. Lassen wir das auf. Auf jeden Fall kann ich meine Teamkameraden reparieren. Das heißt, man muss rund um die Uhr, eigentlich, weil es ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche geht, sich wieder irgendwelchen, wenn man
High-End-Gaming, sag ich mal, machen will mit verrückten Leuten, die viel Zeit investieren wollen, müsste man da so irgendeinen Schichtplan aufstellen, wo jemand da ist, der immer wieder die dann reparieren tut, seine die Einheiten von den anderen Teamkameraden der Fraktion. Wo war ich dran gewesen? Dann gibt es noch was. Ihr seht ja, dass das hier nochmal so umzäunt ist. Wenn wir zum Beispiel diese vier Gebiete zusammen haben, oder zum Beispiel hier unten diese fünf zusammen gehören, wenn man so komplette ja, Gebietsabschnitte, das wird irgendwo amerikanische Karte sein, keine Ahnung, ob das irgendein, ist wahrscheinlich ist das irgendein Staat oder sowas in der Art. Kann ich euch nicht sagen, keine Ahnung, erdkundemäßig, wo das da ist. Und dementsprechend kriegt man dann einen Boost. Wenn wir jetzt mal hier reingehen, dann sieht man Territoriengruppenboost. Den würde man nur freischalten, wenn man, darum war ein Schloss gerade dran gewesen, wenn man dieses komplette Gebiet hätte. Also alle vier Teile zusammen. Und das ist aber sehr schwierig zu bekommen. Hatten wir, seitdem das passiert ist, noch nie geschafft, alle zusammen zu bekommen. Und wir waren gerade bei Alexandria, warum es so gerne gesehen ist. Es gibt nämlich noch diese zweite Stelle. Und hier gibt es 5 Sterne Rekrutentoken. Ist von Zeit zu Zeit auf der Karte zu finden. Dann kriegt man 505 Sterne Token, was eine ziemlich geile Sache ist. Deswegen will ich hier da in Alexandria rein. Und dasselbe bei jedem anderen Gebiet gibt es irgendwas anderes. Hier 2000 Elite-Token. Ich glaube, hier oben war Waffe, oder? Ah, ne, das ist der Aiden. Aber ist auch ganz nett, ne? Der ist ja 390 VL-Punkte wert. Das hat gar nichts. Schade. Obwohl, das hat aber Dekoltik 3. Und dafür ist es ziemlich geiles Gebiet, weil man mehr Verteidigung hat. Und diese Verteidigungsboost tun einen natürlich ziemlich pushen, wenn man bestimmte Gebiete reingehen kann und dadurch seine ganze Fraktion stärkt, ist schon ein cooles Ding. Ich würde sagen, wir greifen einfach mal irgendjemanden an. Wen haben wir hier? Da ist Bloodpack gerade drin. Jo, und greifen wir mal an mit unserem Angriffsteam. Alle deine Verteidigungs wurden entfernt. Du bist nicht in der Lage, in diesen umkämpften Territorien anzutreten. Okay, da wird jetzt gerade gekämpft, da kann man jetzt nicht mehr angreifen, das hat sich schon entschieden. Wer da mitmachen kann, die kämpfen darum, um dieses Gebiet neu zu erobern. Greifen wir die Mistsäcke an? Jo, warum nicht? Boah, das war eine dumme Idee. Ja. Okay. Ich habe natürlich nicht die mega starke Drucke in der Beta-Version. Aber ich glaube, es reicht trotzdem aus, auch wenn die hier gerade eine recht starke Truppe als Gegner sind. Besonders weil sie hier ein paar Gelbe haben, die uns ziemlich übel Schaden zufügen können. So, heil dich mal. Wir nehmen dich. Und dich lassen wir eine Runde pausieren. Nicht, dass du uns noch hier deine AR raushaust. Ja, und es läuft halt ganz normal wie ein normales Raiden. Na, mal schauen, wen die Andrea jetzt tötet. Ha! Überlebt. Du Idiot hast den mit der meisten Defense angegriffen. Den Heiler. Das war ein Fehler. Ja, und so läuft das im Endeffekt. Das ist jetzt ein bisschen hier weggegangen von der Energie von. Das sind alle Fraktionsteams, die da drin sind in der Basis. Je nachdem, wie stark die sind, nicht zuweisen. Ich hätte jetzt eins meiner vier Teams in dem Gebiet zuweisen können. 8 von unseren Leuten sind schon hier drin und warten, dass wir das zurückerobern. Also 8 Teams. Und bei jedem Angriff, den ich jetzt gerade gemacht habe, hat das Gegnerteam, was drinnen war, was dann auch irgendwie so als Fünfer da steht, überall ein bisschen Energie verloren. So kann man die dann zurückerobern. Wenn das auf 0 runtersinkt, das Gebiet, dann entsteht sowas wie hier nebenan. Da stehen Feind, die Fraktionen sind gerade im Kampf verwickelt. Jeder, der dann ein Team von seiner Fraktion, ein Team hier gelagert hat in dem Kampfgebiet, bevor diese Energie hier runter geht, so wie hier, wir haben 8 Teams drin, wir können also mitmachen, wenn die auf 0 sinken sollten, passiert automatisch das hier und nur Leute, die hier ein Team reingesetzt haben, können den Kampf beginnen und kämpfen dann gegeneinander. Und wer von diesen Teams gewinnt, erobert das Gebiet und kriegt es dann als blau. Also, das habe ich erzählt gehabt mit Blau, Rot und so weiter. Rot sind feindlich besetzte Gebiete, Gelb sind umkämpfte Gebiete und Blau sind Gebiete, die einem gehören. Sollte ein Gebiet grau sein, was gerade nicht der Fall ist, also nicht dieses Grau, das heißt, das ist zu. Ich denke mal, das sind nur Eventsgebiete, so wie das hier, das ist normalerweise ein Eventgebiet, da kommen wir gleich zu. Ist gerade leider keins grau. Gebiete, die
können von einer Horde angegriffen werden, also von jede Menge Zombies. Und dann müssen alle reingehen und machen im Endeffekt das, was man im Missionskampf kennt, einfach Zombies töten über mehrere Wellen. Und das macht man dann immer wieder, kostet natürlich auch wieder eine Energie, die, wie ihr seht, schon wesentlich früher wiederkommt nach 30 Minuten, im Gegensatz zu einer Raid-Energie, die dann am meisten innerhalb von der vorgegebenen Zeit, das sind um die 20, 25 Minuten, die am meisten Zombies töten, die Fraktion in dem Gebiet, bekommt dann das Gebiet auch. Kann ich es leider in dem Video nicht zeigen. Ja, hier unten ist gerade eine Aktion am Laufen. Da kriegt man nämlich 25 Münzen und ich glaube, jede Stunde sind die da. Und ja, das ist so eine Mini-Aktion. Das heißt, danach wird das Gebiet nicht mehr da sein. Ich glaube, es geht 27 Stunden gegen das. Das müssen jetzt noch irgendwie 12 Stunden sein. Dementsprechend kämpfen jetzt recht viele auch auf diesem Gebiet. Und wollen das natürlich haben, weil sie wollen die Coins absahnen. Das ist so nett für die ganze Fraktion. Immer 25 oder 27 Coins oder was es gewesen ist keine schlechte Sache. Kann man so auch nochmal Coins reinkriegen. Ja, was ich jetzt nicht sagen kann, ist, ob diese Boosts, die wir hier reinkriegen durch die Gebiete, ob die auch außerhalb, also für alles gelten. Für Raids, für was weiß ich, für ganz normale Sachen hier. Wenn wir hier dran sind, können wir hier ganz normale Raids machen. Ist das möglich? Ist das nicht möglich? Ich weiß es nicht. Wenn das der Fall ist, würde das natürlich also auf meinem Server ist United Dead zum Beispiel die stärkste Fraktion und die sind also richtig krass auch bei Krieg immer zugange, wenn dann man bestimmte Gebiete aber durch Territorien hält, könnte das natürlich Vorteile auch für schwächere Fraktionen oder für naheliegende sein, um da mal ein bisschen ranzukommen in Krieg, wenn da ein Vorteil ist. Es sei denn, die Top-Fraktionen gehen natürlich hin und tun auch den Territorienkampf komplett kontrollieren. Was aber gar nicht so einfach ist, weil ihr seht ja, es sind ja ganz, ganz viele Gebiete und man ist begrenzt auf seine Teams. Also ich sag mal, wenn jeder Charakter also jeder Spieler aus der Fraktion 30 Mitglieder sind es ja, jeweils vier Teams hat, sind wir bei 120 Teams, die möglich sind. Das wäre schon richtig viel. Also wir kommen jetzt auch nicht bei uns so viele drauf, weil in der Beta haben die meisten nicht so viele Leute, um überhaupt vier Teams aufzustellen und nochmal ein Angriffsteam zu haben. Aber selbst dann ist es schwierig, weil wenn man dann aufteilt auf mehrere Gebiete und hat dann wirklich fünf, sechs Gebiete oder sieben, um zu dominieren, wirklich, kann man die natürlich auch viel schneller erobern, weil dann sind da auch einfach mal hier 2000 Punkte nur drin, weil das sehr wahrscheinlich nur ein einziger gerade hält. Ja, können wir natürlich nicht machen in dem Gebiet. Können wir hier gucken, hier, das sind auch nicht, also es sind nicht überall so wie hier in dem hier, das ist eine Top-Fraktion, die Blackjack Hookers, sind eigentlich die zweitbesten auf dem Beta-Server hier, kann man sagen. Die sitzen natürlich hier mit, kann es jetzt nicht sehen, ich sehe nur meine Teams, aber ich vermute mal, dass das hier locker, keine Ahnung. Kann man das hier oben sehen? Wie viel sind wir hier? Hier sind 18 Teams plus meine 2 sind 20 Fünfer-Teams und wir kommen auf 51. Also sind das hier über 40 Teams, die da gerade drin sitzen und das verteidigen. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, was ganz Wichtiges, aber nicht vergessen, was leider nicht geht. Nämlich die Heilung. Das ist seltsam. Also das liegt an meinem Emulator. Ich war gerade eben noch an meinem Smartphone, aber ich kann vom Smartphone nicht abfilmen. Deswegen habe ich es jetzt mit dem Handy-Emulator gemacht. Das tut mir leid. Ich hatte letztens schon Faxen mit den Fragezeichen beim letzten Video, ne? Bei der Mission 23 oder was war es? Keine Ahnung. Bei der neuesten halt. Und eigentlich kann ich jetzt hier wirklich hingehen, kann ihn anklicken und kann sagen, zack, reparieren. Können wir, das weiß ich jetzt gar nicht, das hatte ich eigentlich nicht erwartet, dass das passiert. Können wir hier. Ist das bei allgemein? Ja, das ist bei allgemein sehr gut. Es geht um diese Sachen. Mit denen kann ich reparieren. Und ihr seht schon, also Bürger kann ich mit dieser Spritze reparieren. Friedensstifter kann ich mit der und so weiter. Ihr seht halt, was hier ist. Jäger und dergleichen Eichen. Damit repariere ich sie. Die wird man sehr wahrscheinlich für Geld kriegen, für Coins. Also man kann das auch per Coins bezahlen. Aber in der Beta war natürlich wieder, haben sie es easy gemacht. Da konnte man bei einer guten Belohnung hingehen und konnte hier die Helfer-Token nehmen. Wenn man eins genutzt hat, hat man dann ganz viele davon bekommen. Das wird sehr wahrscheinlich bei dem Hauptserver nicht so sein. Die werden genauso Geld kosten, wie die Energien Geld kosten. Und
Sehr wahrscheinlich kriegt man sie noch aus Taschen, aus Turnieren, ob es jetzt Level-Up-Turnier oder was auch immer ist, da wird man sie halt wie gewohnt bekommen, vermute ich. Aber ich glaube nicht, dass man sie herstellen kann mit einem 20er Werkstatt oder sowas in dergleichen. Das wird, glaube ich, nicht kommen. Ja, was bleibt zu sagen? Puh, es ist etwas, ihr wisst ja schon von meinen Vorvideos, ich habe aufgehört mit dem Kriegsspielen. Da hatte ich ja extrem viel Zeit im letzten Jahr verbracht mit, also seit Dezember oder wann das war. Oder Januar, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall seit dem Krieg gibt. Und das hatte ich eigentlich nicht wieder vor, so viel Zeit darin zu investieren und dann die Nächte durchzumachen und aufzustehen, wenn die Schichtbeginn ist. Deswegen werde ich hier, glaube ich, auch nicht groß mitmachen. Aber für Leute, die viel Zeit haben, die Lust haben und vielleicht dann auch mal Vorteile sehen durch die tollen Buffs, die man sich dann da reinholen kann, hier wie Verteidigung 10 für alle Leute, ist ein cooles Ding. Und es bleibt halt wirklich die Frage, ob das auch außerhalb des Territorienkampfes funktioniert, was ich nicht weiß. Achso, habe ich gesagt gehabt, wenn ich jemanden angreife, darf ich ein Team reinsetzen? Ich glaube schon, ne? Wo wir eben Alexandria angegriffen haben. Können ja einfach mal hier die Fabrik angreifen. Die Walkers sind da drin. Schauen wir mal, ob wir hier jemanden Schwächeren finden. Ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Im Endeffekt, sobald man einen Angriff geschafft hat und dieses Fünfer-Team kriegt dann leichte Energieverluste, wo auch passieren kann, wenn wir einen komplett zerstören von denen, also nicht jetzt hier drin, sondern bei der Energieleiste, die sie bei sich in dem Gebiet haben, dann tun alle fünf, erscheinen nicht mehr alle fünf, zum Beispiel, wenn wir hier den Karl komplett zerstören, immer wieder sind das später nur noch vier, nur noch drei, wenn ich da immer wieder angreife. Das heißt, es werden auch weniger. Erscheinen natürlich in diesem Kampf mit voller Energie, aber sie werden weniger. Seht ihr? Da. Das ist jetzt das, so wie das Team da steht. Es wurde geschwächt. Es war vorher schon sehr wahrscheinlich von zwei, dreimal angegriffen worden. War deswegen schon mal geschwächt. Wenn ich jetzt viermal oder dreimal das Team noch angreife, sind die komplett tot. Genauso gut kann es sein, dass einer vorher stirbt oder man hingeht und tut eine Spritze für ihn opfern und ihn, aber die anderen werden vorher draufgehen und dergleichen. Das ist ganz nett gemacht eigentlich alles. Jetzt könnte ich zuweisen, könnte hingehen, müsste aber vorher ein Team aus einem anderen Gebiet rausnehmen, weil ich habe die jetzt bei anderen Gebieten drin. Werde ich nicht tun, das Gebiet interessiert mich nicht. Und ja, man würde immer weiter machen. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ. Es war nicht zu konfus und zu wirr und durcheinander. Aber ja, das ist Territorienkampf. Ganz nettes Ding, ganz klar. Wird viel Geld Scopely einbringen. Da ist die Frage, ob uns überhaupt unterstützen will noch, weil die wollen halt nur Schotter machen und im Endeffekt haben sie etwas erschaffen, wie was wie Krieg ist. Bloß was 24 Stunden, 7 Tage rund um die Uhr geht. Bis demnächst, euer Chojin.